Am Dienstag wurde auf der Fassmarwerft der Seenotrettungskreuzer SK-32 zu Wasser gelassen. Auftraggeber ist die DGZRS, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Etwa 40 Minuten lang wurde das schnittige 46 Stundenkilometer schnelle Rettungsschiff langsam abgesenkt. Die Außenhülle besteht komplett aus Aluminium. Das ist nicht nur leicht, sondern auch stahlhart. Wenn der Rettungskreuzer umfällt, richtet er sich durch seine Bauart ganz von selbst wieder auf. Unsinkbar ist dieses Schiff dann aber doch nicht. Unsinkbar ist prinzipiell kein Schiff. Wir haben uns hier große Mühe gegeben. Wir haben also vom Kollisionsschott vorne bis zum Rudermaschinenraum hinten eine komplette doppelte Außenhülle. Also von daher bedarf es dann also schon einiger sehr großer Löcher, damit uns da irgendwelches wirkliches Unheil trifft. Das Stehaufschiffchen ist aber nicht nur ein wahnsinnig guter Schwimmer, sondern hat natürlich die Seenotrettungsgrundausstattung. Da wären zum Beispiel ein Beiboot, eine Löschkanone und im Bauch des Alleskönners findet sich auch noch ein kleines Hospital. Hinzu kommen kleine Neuerungen, die den Rettern das Arbeiten auf hoher See erleichtern sollen. Wir versuchen unsere Fahrzeuge also eigentlich, soweit es möglich ist, immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Trotzdem ist die Navigationsanlage hier natürlich eine Runde neuer. Wir haben eine Infrarot- und eine Wärmebildkamera, die es da früher nicht gab. Und auch die Motorenanlage dürfte dann doch um einiges wartungsärmer sein als die vorhergehende. Noch haben die Motoren eine kurze Schonfrist, denn erst muss der Höhenschwerpunkt des Schiffes festgestellt werden. So wird überprüft, ob es auch stabil schwimmt. Anschließend wird das Schiff komplettiert. Einige kleinere Sachen, die noch im Schiff fehlen, wie Handläufer, müssen noch angebracht werden. Die Systeme werden angefahren. Und dann können wir Ende März mit dem Schiff auf Probefahrt gehen. Ist mit dem Schiff alles in Ordnung, wird es den Seenotkreuzer Wilhelm Kaisen ersetzen. Dieser ist seit 1978 im Einsatz und wird dann in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Dann wird man auch den richtigen Namen des Schiffes erfahren. Den hält die DGZRS nämlich bis zur Taufe geheim.